Ja, schönen guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde. Herzlichen Dank an den Landesvorstand, dass Sie das heute hier zum Schwerpunktthema der LDK macht. Denn Verkehrspolitik ist in den letzten Monaten wieder ganz klar in das Zentrum der Politik zurückgerückt. Viele haben das ja von euch mitbekommen, zum Beispiel durch die Situation auf unseren Straßen, den großen Sanierungsstau, die Sperrung der Rheinbrücke A1 bei Leverkusen, die Schließung einer U-Bahn-Linie in Mülheim. Der große Sanierungsstau, den wir einfach haben und über den wir diskutieren, ist ein wichtiger Punkt. Aber ein anderer wichtiger Punkt ist auch die Änderung des Mobilitätsverhaltens der Menschen heutzutage. Und da gab es Verbände, da gab es eine Partei wie die Grünen, die das seit vielen Jahren vorbereitet haben, die in Regierungsverantwortung schon Mitte der 90er Projekte vorangebracht haben, wie das Programm 100 Radstationen oder im Regionalisierungsbereich bei der Bahn wichtige Akzente gesetzt haben, Strecken reaktiviert haben etc. Der VCD, der ADFC, Leute, die da ganz dicke Bretter gebohrt haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und siehe da, mittlerweile wirkt es. Weil wenn man guckt, was heutzutage auf unseren Schienen los ist, an den Bahnsteigen, in den Abteilen, wie viele Leute heutzutage auf Bus und Bahn umsteigen, die ganze Generation Semesterticket, die sich in die Züge bewegt, Leute, wo man nie gedacht hat, dass sie ÖPNV nutzen, das, was sich im Radverkehrsbereich tut, die Fahrradläden, die zentralen Einkaufsgenossenschaften bei den Radhändlern, die von riesigen Sprüngen sprechen beim Radverkauf, bei den E-Bikes etc. Es gibt heutzutage wirklich viele Menschen, die bereit sind, signifikant Mobilität zu verändern, auf umweltfreundliche Verkehrsmittel umzusteigen. Und wir Grüne, liebe Freundinnen und Freunde, waren die Vorreiter lange, lange bevor andere auf dieses Thema gekommen sind. Es gab am Freitag im Kölner Stadtanzeiger eine Umfrage zum Thema Autonutzung in dieser Stadt, immerhin der größten in NRW, über 1 Million Einwohner. Und da haben 30% gesagt, dass sie bereit sind, auf ein eigenes Auto zu verzichten und Carsharing-Angebote zu nutzen. Und 26% haben gesagt, ich habe überhaupt kein Auto und ich würde mir auch keins kaufen. Das sind Zahlen, die weit über dem liegen, was wir früher angenommen haben, wo Leute bereit sind, sozusagen andere Mobilitätsformen zu nutzen. Und jetzt kommt es darauf an, dass man diese Bereitschaft zum Wechsel auch durch gute Programme unterstützt, indem man gute Angebote macht, indem man auch intensiv darüber diskutiert, wie man den Straßenraum anders aufteilt. Denn wenn wir in Stadtteilen, was auch in Münster längst der Fall ist, aber auch in anderen Großstädten, wie in Aachen, Bonn, in Köln-Ehrenfeld etc., bei Verkehrszählungen feststellt, dass mehr Radfahrer auf der Straße sind als Autofahrer bei den Alltagsfahrten, dann müssen wir darüber diskutieren, wie man den Raum Straße anders aufteilt. Da kann es nicht sein, dass Autos 90% der Straße haben und die Fahrräder am Rand sind und daneben irgendwo noch die Fußgänger sind. Ich war vor einigen Wochen, vielleicht haben einige das bei Facebook verfolgt, in New York eine Woche, und da hat Bloomberg mit einem Programm in den letzten 2 Jahren ganz konsequent durchgegriffen als Bürgermeister. Einige haben in New York gesagt, in Gesprächen, das hat er deswegen gemacht, weil das ist seine letzte Wahlperiode. Und zweitens ist er Milliardär und ist sowieso nicht von der Wirtschaft angreifbar. Auf den Hauptavenues in New York ist jeweils eine Autospur komplett jetzt als Radspur umgewandelt und für die Busse. Und zum 1. Juni ist eine große Kampagne an den Start gegangen mit 15.000 Leihrädern an über 400 Stationen, wo man im ganzen Stadtgebiet sich Fahrräder ausleihen kann. Und es gibt viele andere europäische Metropolen. Guckt man nach Barcelona, guckt man nach Paris, guckt man nach Kopenhagen, wo unglaublich viel passiert ist, Stockholm etc., wo es auch solche Angebote gibt. Und ich meine, was in Stockholm geht und was in Barcelona geht, das geht in Köln, Düsseldorf, Münster, Bielefeld auch genauso. Vielleicht im kleineren Umfang, aber da müssen entsprechende Angebote gemacht werden und da muss auch die Verwaltung so mutig sein, entsprechende Schritte zu machen. Und da müssen auch CDU und SPD, die gerne in Sonntagsreden und wenn der ADFC einlädt, dafür werben, dass man mehr Radverkehr hat, da müssen auch diese Parteien bereit sein, endlich die Schritte zu gehen, die Gelder zur Verfügung zu stellen und in der Verwaltung die Anweisung zu geben, wir wollen mehr Rad und wir müssen deswegen den öffentlichen Raum auch neu aufteilen. Habt ihr einmal kurz zwischendurch vielleicht einmal ein Glas Wasser für mich, weil ich habe noch ein bisschen was vor mir und hier steht nämlich keins. Liebe Freundinnen und Freunde, es gibt ein großes Programm der Bundesregierung zum Thema E-Autos. Bis 2020 sollen 1 Million E-Wagen auf unserer Straße sein und dafür gibt die Bundesregierung, danke,
Gut, das ist besser. Dafür gibt die Bundesregierung 75 Millionen Euro aus in den nächsten Jahren. Dieses Programm läuft 5 Jahre und wir haben heutzutage noch keine 5000 E-Autos auf deutschen Straßen. Es gibt einen anderen Bereich, wo wir Ende letzten Jahres schon 1,2 Millionen Gefährte auf deutschen Straßen hatten, ohne einen Pfennig Subventionen. Das sind die E-Fahrräder und Pedelecs. Die Leute stimmen es beim Einkauf ab. Sie wollen ein vernünftiges Fahrrad haben, weil sie wissen, das braucht weniger Raum, da bin ich besser mobil und nutzen entsprechend diese Angebote. Und ich frage die Bundesregierung, ist auch eine Frage an Toni, gleich bei der Frage grüne Regierungsbeteiligung auf Bundesebene, wollen wir dieses E-Konzept weiterführen, indem wir da wirklich Millionen von Euro verbrennen, wo leider die Automobilindustrie entsprechend nicht darauf anspringt? Oder gibt es Ideen, wie man andere Mobilitätsarten, wie zum Beispiel E-Autos und E-Pedelecs, entsprechend fördert und voranbringt, weil die Leute entscheiden es beim Einkauf, dass sie entsprechend Fahrräder wollen und etwas skeptisch sind, was mehr Automobilität auf deutschen Straßen angeht. Wobei, das will ich an der Stelle auch sagen, ich bin nicht grundsätzlich gegen E-Wagen, das ist auch, wäre auch Quatsch, aber ich glaube, sie haben eher ihren Platz im Bereich Carsharing, im Bereich Leihautos und ich glaube, die Vorstellung, die man noch vor einigen Jahren hatte, dass man einfach sozusagen die alten Benziner von der Straße verbannt und dass man das sozusagen durch E-Autos ersetzt, die man dann mit umweltfreundlichem Strom auch auflädt, ich glaube, die Vorstellung braucht man heutzutage nicht mehr zu haben. Es ist eine Ergänzung, aber es wird sozusagen auch nicht mehr bleiben in der Zukunft. Ich will zu einem zweiten Punkt kommen, das ist nämlich zur Frage der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung. Nordrhein-Westfalen ist die Verkehrsdrehscheibe im Westen der Republik und auch im Herzen von Europa. Das gilt sowohl für den Güterbereich wie auch für den Personenbereich. Und was wir hier feststellen in der Landesregierung, dass wir seit Jahren in den zentralen Bereichen von der Bundesregierung unterfinanziert sind, dass wir abgehängt werden und dass zentrale, wichtige Projekte, die in Nordrhein-Westfalen dringend finanziert werden müssen, sowohl im Schienenbereich wie auch bei der Straßensanierung, leider nicht so unterstützt werden müssen, wie das dringend notwendig wäre. Und deswegen ist unser Auftrag mit diesem Antrag heute und mit der Debatte für die nächste Bundesregierung, hoffentlich mit grüner Beteiligung, für alle mindestens 20 gewählten künftigen grünen nordrhein-westfälischen MdBs und natürlich auch für die nächste grüne Bundestagsfraktion. Das ist ein Kernthema für euch. Da gilt es zu kämpfen in den nächsten Jahren. Wir haben einen riesigen Sanierungsstau hier bei Straßen, Brücken, bei den Tunnelbauwerken. Und wenn wir hier nicht Stillstand erleben wollen in den nächsten Jahren, dann muss ich hier dringend was tun, da muss dringend investiert werden. Das Land wird da seinen Beitrag leisten, aber der Bund muss auch Nordrhein-Westfalen angemessen zu seiner Größe und zu seiner Einwohnerzahl und auch Einkommenszahl entsprechend berücksichtigen in den nächsten Jahren, liebe Freundinnen und Freunde. Uns stehen nach Königsteiner Schlüssel, das ist der Berechnungsschlüssel der Bundesländer, 21% für Nordrhein-Westfalen zu bei den Projekten und bei den wichtigen zentralen Projekten bekommen wir häufig nur 3-5% der Mittel und haben entsprechend wenig Möglichkeiten, das umzusetzen, was hier dringend notwendig wäre. Jetzt gab es am Freitagabend die Nachricht vom Verkehrsminister Groschek, dass es wohl Signale aus Berlin gibt, dass im Bereich RAX, also der schnellen Nahverkehrsverbindung von Dortmund übers Ruhrgebiet bis nach Köln und bei der Betüwe-Linie der Güterverbindung von Duisburg über Emmerich in die Niederlande, also zum Rotterdamer Hafen, dass es dort Bewegung gibt. Das war, wenn es denn wirklich der Fall ist, ein Bohren ganz dicker Bretter, auch schon der letzten Landesregierung, da hat unser damaliger Staatssekretär Horst Becker sehr viel Einsatz hintergeleistet. Da hat jetzt die Ministerpräsidentin entsprechend mitgebohrt. Es gibt da positive Signale von Seiten der Bahn, also von Grube und offensichtlich auch aus dem Kanzleramt. Aber ich sage Vorsicht an der Bahnsteigkante, bis heute ist da noch nichts unterschrieben. Es sind nur Zusagen, mündliche Zusagen und wir hatten schon mal 2010 einen Bahngipfel hier vor der Landtagswahl, damals noch mit Rüttgers als Ministerpräsident. Große Inszenierung in Düsseldorf, viel angekündigt, nichts umgesetzt. Wenn es jetzt diese Signale gibt, dass der RX endlich auf die Schiene gebracht wird, dass wir einen 15-Minuten-Takt im Ruhrgebiet bekommen, dass wir mehr Waggons bekommen, dass wir mehr Kapazitäten bekommen, dann wäre das ein riesenwichtiger Schritt. Aber ich sage, nicht zu früh freuen, genau hingucken und erstmal abwarten, bis die Tinte unter dem Papier steht, weil wir sind hier oft genug enttäuscht worden, insbesondere von Seiten der CDU-CSU, die jetzt wieder rausgegangen ist und gesagt hat, das Ding ist in trockenen Tüchern. Und erlaubt mir am Ende noch ein paar Sätze zum Thema Straßenbau zu sagen. Und da muss man so offen und ehrlich sein, dass da zwischen SPD und Grünen
auch an mancher Stelle entsprechend Dissens herrscht. Wir haben uns verständigt, 2011 auf eine Straßenpriorisierungsliste, SPD und Grüne, wo wir uns ehrlich gemacht haben, wo wir gesagt haben, es kann nicht alles realisiert werden, es soll auch gar nicht alles realisiert werden, weil es gute Gründe gibt, manche Straße auch nicht zu bauen. Und wir haben von 350 Straßenprojekten, die es mal waren, teilweise völlig überplant, Straßen NRW fast 60 Millionen Defizit und entsprechend durch die Planungsaufträge, die rausgegangen sind. Wir haben uns da ehrlich gemacht und haben über 100 Projekte rausgenommen, auf Rot gesetzt, zurückgestellt. Jetzt steht die Anmeldung zum Bundesverkehrswegeplan an, der eigentlich 2015 sozusagen auf jeden Fall dann von einer neuen Bundesregierung verabschiedet werden soll. Und man stellt fest, wenn man jetzt die Zeitungen liest, wir haben ja 99 direkt gewählte SPD-Abgeordnete aus dem ganzen Land, dass man immer wieder dort Fotos sieht von Straßen, wo wir schon gesagt haben, die sind zurückgestellt, die kommen nicht, wo dann der SPD-Abgeordnete sich gerne mit IHK und CDU hinstellt und dafür wirbt, dass man die Straße dringend braucht. Ich sage, liebe Sozialdemokraten, und das teilt auch der Verkehrsminister, deswegen würde ich mir da auch mehr Ehrlichkeit wünschen bei den Genossen selber. Wir haben kaum Geld für Straßenbau, wir haben ein riesiges Sanierungsdefizit, wir müssen alles darauf setzen, dass wir unsere Infrastruktur auf Vordermann bringen und Straßenbau in irgendwelchen ländlichen Regionen von Projekten, die 30, 35 Jahre dort liegen, die können da auch noch die nächsten 35 Jahre liegen. Wir arbeiten an Mobilitätsalternativen, wir wollen ein Stück weg vom Auto und wir können und wollen nicht jede Straße bauen, die in diesem Plan drinsteht und von den Regionalräten auch entsprechend angemeldet worden ist. Da werden wir Grüne darauf achten. Und da ist es erfreulich und gut, dass auch die Grüne Bundestagsfraktion entsprechend die Dinge formuliert hat und jetzt auch mit einem Antrag zum Bundesverkehrswegeplan, wo auch klar drinsteht, es muss ein Bürgermobilitätsplan sein, wo es Verkehrsalternativen gibt, wo auch Bürgerinnen und Bürger in Planungsprozesse einbezogen werden, wo auch alternative Verkehrsverbände gehört werden, wo man sich sozusagen Alternativen vorher anguckt, bevor man Dinge beschließt und dann mühsam, wie das bei Stuttgart 21 war, entsprechend zurückholen muss. Das finden wir richtig und gut, da unterstützen wir auch unsere Bundestagsfraktion und man kann nur hoffen, dass das auch bei den anderen Parteien gehört wird und dass das Regierungspolitik ab dem 23. September auch in Berlin wird, liebe Freundinnen und Freunde. So, ich bin fast am Ende meiner Rede. Nein, ich würde noch gerne was zu Luftverkehr sagen. Das will ich mir dann doch nicht verkneifen, weil es auch da zunehmend zum Glück kritische Berichterstattung gibt. Wir haben ja viele Verkehrslandeplätze hier im Land. Wir haben jetzt noch Kassel-Calden dazu bekommen. Es gibt Planungen in Enschede noch einen neuen Flughafen aufzumachen. Viele dieser Regionalflughäfen sind im absoluten Defizit, auch mit kommunalen Zuschüssen, insbesondere in Dortmund, wo im letzten Jahr alleine 20 Millionen Euro von den Stadtwerken, einer Stadt wie Dortmund, mit großem Finanzierungsbedarf in vielen anderen Bereichen. Die Stadt Dortmund meinte sich leisten zu können, 20 Millionen Euro in einen maroden Flughafen reinzusetzen, statt das Geld für Schwimmbäder, für Kitas und für andere Dinge auszugeben. Und für uns, manchmal erinnert mich das ein bisschen an Georg Leber, Ende der 60er, Anfang der 70er, der gesagt hat, jede Stadt soll in 10 Kilometer Nähe einen Autobahnanschluss haben. Es gibt einige, auch bei den Sozialdemokraten, die meinen, man müsste sozusagen in 20 Kilometer Nähe unbedingt einen Flugplatz hier in Nordrhein-Westfalen haben, weil immer mehr dazukommen oder aber Flughäfen, die marode sind, auch entsprechend nicht stillgelegt werden. Da haben wir eine klare Vereinbarung SPD und Grüne auf Landesebene getroffen und die ist sehr wertvoll im Koalitionsvertrag. Es gibt keinen Cent aus Landesmitteln an Subventionen für defizitäre Regionalflughäfen und dabei bleibt es auch, liebe Freundinnen und Freunde. So, und jemand, der dafür auch engagiert gekämpft hat, kann leider heute nicht da sein. Vielleicht sitzt er zu Hause mit seinem iPad. Ich habe jedenfalls diese Woche mal mit ihm telefoniert. Da war Bundestagsverkehrsdebatte, hat Toni geredet. Da lag er gerade noch im Krankenhaus, hatte das iPad vor sich und sagte, ja, jetzt redet gerade der Hofreiter, jetzt kann ich nicht telefonieren, ruf mal gleich zurück. Also, herzliche Grüße von Horst Becker, der leider Anfang Mai einen schweren Fahrradunfall hatte, wie vielleicht einige von euch mitbekommen hatten. Er hätte nämlich heute hier auch einen gesetzten Beitrag gehabt. Vielleicht sitzt er zu Hause. Also, lieber Horst, wir grüßen dich ganz herzlich. Und ich soll auch Grüße ausrichten. Wir wünschen dir gute Besserung, dass du bald wieder bei uns bist. Arndt, kommst du bitte zum Schluss? Ja, genau. Also, danke für die Aufmerksamkeit. Ich bin gespannt auf die Debatte. Es gibt ja auch einige kontroverse Geschichten, die wir nachher noch zu diskutieren und abzustimmen haben. Toll, dass ihr den Punkt heute setzt. Und
getreu meinem letzten Wahlkampf-Slogan in Köln für besseren Verkehr, danke ich euch für die Aufmerksamkeit.